Hallo Leute und willkommen hier bei Bomber Crew. Ich habe ein bisschen Lust, Bomber Crew zu spielen und will euch natürlich dabei mitnehmen. Und wir wollen das normale spielen ohne Tutorial und wir erstellen einen neuen Slot und schauen uns Bomber Crew an. Es ist kalt, Winter. Ah, okay, alles klar. So, was wollen wir machen? Wir gehen direkt in den ersten Kampf, würde ich sagen. Wir machen hier gar nicht lange rum und wählen dieses hier, da gibt es kurze Dauer, niedriges Risiko, Feindschaden reduziert. Das nehmen wir natürlich und wollen mal gucken, wie wir uns anstellen. Das heißt, wir heben erstmal ab. Und schauen dann, dass wir heil zurückkehren vor allem. Das ist ja uns am wichtigsten. So, wir fahren das Fahrwerk ein. Lass ein bisschen schneller laufen, solange wir hier über unserem Gebiet sind. Wir haben die geringe Höhe erreicht, das ist ziemlich wolkig, das heißt, wir werden uns nichts bringen, höher zu gehen. Und wir können eigentlich King direkt runtersetzen. Oh, da ist unser Ziel. Dann direkt aufs Ziel. Neuer Kurs markiert, okay. Wir machen eine Klappe auf. Bombe auswählen. Wir nähern uns Calais. Und feindliche Kampfflieger auf dem Radar. So, jetzt ist die Frage, soll ich die noch schnell markieren? Hier oben, wo sind sie? Oh, weiter oben. Okay, wir werfen aber hier erstmal die Bombe ab. Dann markieren wir die Jungs. Und schauen, dass wir hierhin fliegen. Und uns ist schon was kaputt gegangen. Das ist natürlich schön. Mitten im Kampf. Die Klappe direkt. Dann können wir eigentlich mal zurückfliegen. Da sind noch ein paar Flieger auf uns. Ein paar Jungs auf uns sauer. Den setzen wir hier hoch. Schauen wir mal, wo sind die? Da hinten. Und noch einen hier hinten. Und die vielleicht abgeschüttelt bekommen, das brennt. Eigentlich den Feuerlöscher holen. Vielleicht das noch löschen. Schön, der klettert jetzt einfach mal da auf dem Flügel rum und löscht mit dem Feuerlöscher unser Triebwerk. So, und dann können wir den mal zurücksetzen hier, würde ich sagen. Dass der uns noch runterfliegt. Okay. Blinkt zwar. Wir haben einen halben Tank. Ja, das sollte uns locker reichen. Wo ist denn unsere Landebahn? Mal ein bisschen schneller laufen hier. Ah, da hier. So, und dann müssen wir das Triebwerk noch ausfahren. Alles gut. Ui, 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 ui. Und wir landen. Hydraulische System beginnt zu versagen. Am Landeanflug. Wollte aber keinen Einfluss mehr haben. Dann wird es halt am Boden repariert. Bumm, und kaputt ist es. Schön, wir haben die erste Mission geschafft. Wir haben für die nächsten zwei Runden Feindschaden reduziert. Und schauen mal, was unsere Jungs hier, ob wir da eine Beförderung, ja, wir haben zwei Beförderungen, einen Notsturzflug und ein Turbo können wir einsetzen. Ja, Turbo ist immer ein bisschen schwierig, solange wir so wenig Sprit immer haben.
Oh, aber das hier, Motorlöschsysteme ist ziemlich cool. Das werden wir dann auch direkt mal ausrüsten, glaube ich. Motoren, Systeme, Motorlöschsysteme, das installieren wir und dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen mehr Panzerung an unser Flugzeug kriegen, da wir doch immer sehr niedrig fliegen müssen, gerade wenn wir Bomben abschmeißen sollen. Da können wir sogar komplett ausrüsten, guckt euch das an. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Mission und schauen mal, was es hier noch so gibt, ob es noch was Tolles gibt. U-Boot-Jagd, das ist immer, oh, U-Boot-Jagd, das ist gar nicht so mein Ding, die tauchen immer so gerne ab. Triebwerksfabrik in Schutt und Asche legen oder suchen und Rettung. Wir bombardieren lieber. Und schauen mal. Es ist Nacht. Aha, okay. Heben wir mal ab. Und machen eine Fabrik platt. Triebwerk einfahren. Piloten sperren. Schneller laufen lassen. Es ist wieder ein bisschen bewölkt, oder? Ich weiß nicht, ob wir da einen Hörer. Ich kann es mal ausprobieren, glaube ich, aber es sieht nicht so gut aus auf jeden Fall. Einen besseren Wetterbericht könnte ich mal haben. Feindliche Kampfflieger jetzt schon auf Radar. Okay. Gleich vier. Uiuiui, die wollen es gleich wissen. Die wollen mich gleich hier über Nordsee abschießen. Einen haben wir schon mal. Zweiten haben wir auch. Dritten haben wir auch. Ja, das sind nicht gerade die besten Piloten wohl. So, King muss hier runter. Feindliche Kampfflieger, okay, schon wieder. Wo? Wo haben wir sie? Da. Da oben. Von oben kommen sie. Wir dürfen nur das Abwerfen nicht vergessen. Wenn wir schon hier in der Nähe sind, fotografieren wir noch schnell was. Schließen aber vorher die Klappe. Dann schauen wir mal. Oder kommen noch mehr Kampfflieger? Okay, wir fotografieren das ganz schnell und dann hauen wir hier ab. Würde ich sagen. So. Ganz schnell weg. Wo ist unser Techniker? Der muss das reparieren. Der muss hier hoch. Der braucht Munition. Jetzt könnte man theoretisch auf mittlere Höhe fliegen. Vielleicht ein bisschen den Flakfeuer zu entgehen, aber da ist gar kein Flakfeuer. Wo sind denn jetzt die Flieger? Verdammt, sehe ich sie nicht mehr. Jetzt haben sie. Jetzt sind sie im Visier. Okay. Sau wieder in Ordnung. Setz dich mal wieder hin auf dein Plätzchen. Und wir gehen jetzt auf mittlere Höhe. Und kann zu rauchen, das heißt, wir können jetzt hier mal Löschen. Löschen, löschen, löschen.
der ein bisschen schneller wäre, ist auch schön. Ja, Motorbremsen, mir gerade aufgefallen. Der ist noch nicht markiert. Jetzt ziehen wir ganz schnell wieder hin. So, jetzt müssen wir mal unser neues Ziel, oder sind wir jetzt schon über englischem? Können wir auch wieder auf niedrige Höhe runter. Uiuiui, das war schon ein bisschen knapper. Neuer Kurs gesetzt, ich sehe ihn noch nicht. Da. Ganz schön durchlöchert unsere Betty. Okay, Fahrwerke sind noch da, alles gut. Ja, ein bisschen mehr, glaube ich, Ausrüstung wäre nicht schlecht. Könnten wir uns vielleicht doch noch mal drum kümmern. So, dann schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen schneller laufen lassen. Fängt wieder an, das elektronische System kaputt zu gehen. Aber wir sind schon angekommen und landen. Darf uns das elektronische System keinen Strich durch die Rechnung machen. Oh, oh, oh. Also unser Flieger ist jetzt nicht gerade hier Hightech. Aber dafür ist es ganz okay. Wir haben sogar was fotografiert, das heißt, wir bekommen für das Fotografieren noch etwas Kohle. Und unsere Jungs sind und Mädels haben neue Fertigkeiten. Aufklärung, Fokus, Fokus ist super, Mager ist noch besser. Magere Mischung beim Sprit. Wenn Geschütztürme aufrüsten, Systemradar verbessern und die Überlebenschancen unserer Crewmitglieder ein bisschen steigern. Ziemlich viel für, ja, sag ich mal, ziemlich wenig Geld, was wir haben. Was gibt es denn da? Einfaches Set für Flieger. Was ist das hier? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall steigern da extrem die Chancen zu überleben, dann werden wir das auch auf jeden Fall mal ausrüsten. Dann schauen wir uns mal ins Training an. Sie kann noch was zusätzlich trainieren. Wird natürlich das MG-Training, weil die muss ja auch am MG oft sitzen. Und dann schauen wir mal unser Flugzeug an. Ja, wir könnten hier mal ein bisschen was draufpappen. Ein bisschen netter aussieht. Ein bisschen Zähne hier. Weil immer wenn ich das bisher gemacht habe, weißer Text, ja, nennen wir das, ist unser erstes Flugzeug, DD1. Dann wahrscheinlich noch mehrere kommen. Und dann haben wir jetzt noch 1600, schauen wir mal, Geschütztürme. Der obere schießt ziemlich oft. Dann verbessern wir auch den Mitte, würde ich sagen. Macht er mehr Schaden. Genau, überleben können wir auch noch. Dann schauen wir mal in unser Briefing-Raum. Hier gibt es eine Supermission. Suche nach Rettung, feindliches Ass. Oh je, das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen mit unserer Kutsche. Ja, dann gehen wir halt ein bisschen auf U-Boot-Jagd. Und jagen ein wenig U-Boote der bösen Jungs. Mit unserem DD1-Bomber. Sollen drei U-Boote zerstören. Das ist doch schön. So. Können wir ihm ja mal sagen, er soll ein mageres Gemisch machen. Dann sparen wir uns ein bisschen Sprit.
Als, falls es noch wichtig wird im Verlauf der Mission. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. So, der da oben hat jetzt ein fetteres MG. Die setzen wir gleich mal runter. Wenn wir das nachher nicht machen müssen. Da werden sicher gleich Flieger kommen. Wie immer so gern. Feindliche Kampfflieger und schon haben wir sie erfasst, wo auch immer. Da. Wieder vier Stück. Da ist unser erstes Ziel. Schauen wir mal. Erstes Ziel. Bomber. Klappe öffnen. Kann schon den Flieger da noch wegmachen. Sehr ganz schön. Oh nein. Der ist abgetaucht, oder? Hui. Haben wir ihn erwischt? Das ist optional, da müssen wir mal schauen. Gouda. Sehr schöner Name. Das soll man fotografieren. Oder soll nicht, aber das ist optional. Da kriegen wir ein bisschen mehr Kohle. Bisher haben wir kein neues U-Boot entdeckt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Da. Und Flieger. Anflug. Easy nicht. Easy nicht. Wo sind sie? Hinter uns. Hinter uns sind sie. Klappt das noch? Ja, wunderbar. Okay, jetzt fällt wieder was aus. Müssen wir unseren Techniker wieder ganz schnell einchecken. Wo ist unser Ziel? Da. Dann löst man gleich noch eine Bombe aus. Munitionsgurte aufgebraucht, ja, dann hol dir mal schnell neue. Reparatur abgeschlossen. Unser Techniker setzt sich mal wieder hin. Halben Tank, okay, ja, super schön, freut mich. Bombe. Gut, wir haben's. Klappe schließen. Wir wollen zurück zur Basis. Und haben wieder neue Flieger auf Anflug. Techniker, Techniker, Techniker. Das Ding brennt. Löschen. Du kannst jetzt auch mal da hoch. Muss ich die dann noch markieren? Oh Gott, sind so viele Unmarkierte hier. Ich
sind dran, wir sind dran. Schön. Schön, schön, schön. Wird hier von meinem Handy penetriert. Keine Munition, keine Munition. Die jagen mich immer noch, aber jetzt drehen sie gleich ab. Oh Gott, war ja gar nicht mal so easy. Oh, da ist unser Flughafen. Nein, nicht Mittel. Mann. Fahrwerk will ich ausfahren. So, okay. Alles super. Boah, dann lasst uns mal landen, Leute. Sehr schön, wir sind gelandet, haben unsere dritte Mission geflogen und sind heil zurückgekommen. Ah, freut mich das. In der Nachtmission, so viele Flieger. Wir könnten auch mal ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Und Aufklärung haben wir auch noch gemacht. Kann man auch sehr zufrieden sein, würde ich sagen. Korkenzieher, benutzerdefinierter Kurs ist super. Wenn nämlich echt mal alles ausfällt, dann kann man noch irgendwie navigieren. So, jetzt haben wir noch bessere Motoren. Jetzt haben wir so viel schon wieder Neues bekommen, dass wir fast schon völlig überfordert sind. Zwei geflogene Missionen. Die erste hat nicht gezählt in dem Fall. Nun gut, wie dem auch immer. Wie dem auch immer sei, wir haben 6 Ziele zerstört. Wir haben 2-mal Aufklärungsflugzeug, Aufklärungsfotos gemacht, 24 feindliche Kampfflieger zerstört. Ja, doch ganz gut aus. Ich wünsche euch eine schöne Woche, schönen Tag, schöne Nacht, was auch immer. Bis zum nächsten Mal und tschüss.